So, dann wollen wir doch jetzt mal in dieses Den of Thieves. Das wird wohl durch das Haupttor sein, das die ganze Zeit bewacht wurde. Wo war das Haupttor? Da unten war das Haupttor, also einfach südlich. Oh, World Map. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Okay, sieht interessant aus. Ein wenig comicartig gehalten. Wahrscheinlich wird dann Castleport Mairn. Woher wissen wir, dass Castleport Mairn da ist? Also wenn wir Landobjekte wissen, also wichtige Merkmale, dann müssten wir doch auch wissen, wo Kathalle ist zum Beispiel. Das ist ein wenig komisch. Aber okay. Wir wollen nach Süden. Daraus. Die Nagas besuchen und den Den of Thieves finden. Entdeckt. So. Dann schauen wir doch mal. Hier ist bestimmt gleich neue Gegner. Also höchstwahrscheinlich die Banditen und die Nagas. Dann könnten wir auch schon fast unsere 10 verschiedenen Gegnerarten zusammen haben. Weil wir hatten ja auch die Spinnenkönigin, wir hatten die Elite-Spinnen und der Geschichtenerzähler ist wieder da. Die erste heroische Tat hinter ihnen haben die Plünderer die Sicherheit von Sorpegal verlassen und haben ihre Reise durch die wilden Lande von der Egyn Peninsula angetreten. Ihre Herzen sind gefüllt mit Wünschen von Reichtümern und Abenteuer. Fantastische Abenteuer erwarten sie, als ihr Pfad. Denn ihr Pfad ist voll mit fordernden Abenteuern und Aufgaben und unzähligen Kämpfen. Haben sie die Macht, erfolgreich daraus zu gehen, nur die Zeit wird uns sagen können. Ja. Hier draußen ist soweit alles ruhig. Also es gibt keine Überlandkarte, wo man jetzt. Ich hätte irgendwie gedacht, wenn wir jetzt auf die Karte draufklicken, dass wenn wir die Stadt verlassen, dass wir hier auswählen können, wo wir hinreisen. Aber dem ist wohl nicht so, jedenfalls noch nicht. Oh, gelb. Du spürst Gefahr. Gegner müssten in der Nähe sein. Okay. Ich sehe aber. Oh, Spinne. Zwei Spinnen. Die mich aber nicht angreifen. Jetzt. So, Rückwärtsgang. Rückwärtsgang. Oh, da liegt eine Schaufel auf dem Boden. Kann ich da buddeln? Das wäre ja nett. Und eine weitere Heroes of Might and Magic Anspielung. Wo man ja auch Kartenabschnitte finden konnte. Und wenn man genug Kartenabschnitte hat, hat man eine Stelle gefunden, wo man buddeln konnte. Und da war dann das ultimative Artefakt. Auch wenn ich. Oh. Es war jetzt nicht so klug, rückwärts in die nächste Gruppe reinzulaufen. Aber ja, Herausforderungen so. So, schieß, schieß, schieß. Brennen. Die ist gleich kaputt. Die anderen bespucken uns nur und blockieren sich dadurch den Weg. Das ist gut. Schieß, schieß, schieß. Brennen. So, Nahkampf. Die andere Spinne geht weg. Das macht keinen Sinn. Die hätte eigentlich aufrücken sollen. Also entweder auf das Feld oder auf das Feld. Na gut. Oh, was zur Hölle war das? Ein Partymitglied ist ohnmächtig geworden. Wir können ihn wieder auferwecken. Also er ist nicht tot. Also wir können ihn wieder munter machen. Mit Zaubersprüchen oder wenn wir einen Heiler besuchen. Okay, die Frage ist nur, warum ist er gestorben? Ogrim greift Spinne an. Spinne, also einmal 3 Schaden. Er ist vergiftet worden. Das Gift hat ihn instant umgebracht. Das ist definitiv noch ein Bug, der behoben werden muss. Aber ja, ich guck mal ganz kurz, ob ich ihn so irgendwie aufmuntern kann.
Nee. Nee, 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 nee. Also wir bräuchten wirklich einen Heilzauber, den haben wir aber noch nicht. Gut, dann warten wir eine Runde. Gibt es eine Möglichkeit... Was bist du? Zikat, okay. Gibt es eine Möglichkeit, absichtlich eine Runde zu warten? Open Journal. Ich drücke mal Enter. Enter war es früher im rundenbasierenden Modus, glaube ich. Na gut, dann... Verteidigen, verteidigen, verteidigen. So, schießen. Wegschubsen. Das ist irre praktisch. Und flambieren. So. Jetzt musst du versuchen ranzukommen. Den können wir dich kaputt schießen. Oder auch nicht. So. Nächste Frage. Kriegt er jetzt Erfahrungspunkte? Du hast 428. Du hast 400... Was? Also, 435. Dir fehlen noch 44. Dir fehlen noch 428. 435. 435. Also, die beiden haben gleich viel. Er hat weniger. Er hat mehr. Also hat Tirik wahrscheinlich recht viele Gegner-Kills gemacht und die geben extra Erfahrungspunkte. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Und er hat weniger als die, weil er jetzt einen Kampf ausgesetzt hat. Das heißt, wir müssen eigentlich sofort in die Stadt zurück. Gucken wir nochmal ganz kurz. Was haben wir da? Ein Buch über die Tiere von Ashan. Oder die Monster von Ashan. Und da hinten haben wir einen Naga. Ja, nee. Ich will mich nicht mit den Nagas anlegen, bevor nicht unser Ogrum wieder wach ist. Der wird da bestimmt ganz viele Erfahrungspunkte verlieren. Die sind alle müde. Ja, das ist okay. Talana ist ganz verwirrt. Es ist nicht gut, wenn Talana verwirrt ist. Dann spricht sie noch ein Horiphobos falsch aus oder so. Aber ja, wir gehen jetzt in den Tempel. Danach schlafen wir. Dann ist hoffentlich wieder alles gut. So. Klick. Services. Resurrection ist es nicht. Cure? Nein. Services, Restoration. 15 Gold. Ogrom ist nicht länger ohnmächtig. Ja, aber ist immer noch vergiftet. Also gehe ich ganz schnell raus. Klick ganz schnell auf ihn rauf. Gegengift. So, sehr gut. Wie viel Essen haben wir noch? 2. 1. Ich glaube, wir sollten vorher nochmal in den Goblin-Wachturm und Essen kaufen. Wenn ich nachher wieder hierher zurücklaufen muss, wenn es gerade gut läuft. Hallo, ich hätte gerne Services und ich hätte gerne Supplies. 6 Stück für 60 Gold. Raus. So, also könnten wir jetzt 6 Mal schlafen. Das müsste auf jeden Fall reichen. Ich denke mal, wir werden wahrscheinlich eher ins Dorf zurückkehren müssen wegen dieser Ohnmachtsgeschichte. So. Raus. Klick. Und zur Naga gehen. Mal gucken, ob die mit uns redet, bevor sie uns angreift. Das wäre schön. Also nicht einfach so stupide draufschlagen, sondern dann noch irgendwelche Informationen an Hintergrund rausbekommen. Aber warten wir es ab. Wir müssen erstmal wieder ein kleines Stückchen laufen. Da hinten war die. Das heißt, da wird es wahrscheinlich... Warst du vorher auch schon da, Spinne? Ich glaube ja, und da war die Buddelstelle. Ja, kann man öffnen. Aber nicht jetzt. Ich würde gern hier warten. Genau so. Schwing, 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 schwing. Jetzt kommst du ran und ist vermöbelt. Mhm. Ist die gerade wie ein Krebs davon zugelaufen? Auch nicht schlecht. Kaputt, kaputt. Die neue Axt ist super von Tirik. Aber gut, öffnen wir mal das hier unten. Ein ornamenteller Bracer. Kriegst du mal ein. Und ein Rüstungsschutz.
Hinten brennt irgendwas. Also ja, ich denke, da hinten wird das Diebeslager sein. Hier ist der Leuchtturm. Der Leuchtturm ist eine Hauptquest. Ich will nicht zu schnell eine Hauptquest beenden. Weil dann könnte es sein, dass wir irgendwelche Nebenquests permanent verlieren, in Anführungszeichen. Also es ist unwahrscheinlich, dass Ubisoft da so einen Fehler gemacht hätte. Aber bei manchen Spielen ist das so. Wenn man da zu schnell in der Hauptquest voranschreitet, dann bekommt man manche Nebenquests nicht mehr mit. Und das wäre schade. Also machen wir erstmal die Geschichte mit den Dieben. Was da hinten sieht aus wie so eine Hütte oder so. Na gut, erstmal Spinnendöten. Ich würde echt gerne die irgendwie anpingen können. So. Ching, 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 ching. Aber es scheinen wirklich drei Felder zu sein. Weil wenn man das vorher machen könnte, so 4, 5, 6 Felder weit weg, dann haben die Gegner ja gar keine Chance. Also, ja. Das macht schon Sinn, so wie es ist. Oh, gut. Jetzt du bist gar nicht auf der Karte eingezeichnet. Da bist du. Und du läufst rückwärts. Ja, genau. Erstmal umdrehen, dann kannst du uns auch anspucken. Du bist eine Elite-Spinne, du hältst ein bisschen mehr aus. Oh, warum ist er vergiftet? Sofort Gegengift. Ich will nicht wieder einen Instant-Kill. Du machst mal die Rüstung schwächer. Der Rest tackert drauf. Nächste Runde bist du dran. Und dann müsste Derek. Also wie er Shooting ausspricht, ist ein wenig unpassend. So, Derek. Mann. Jawohl. Oh. Was bist denn du? Was bist denn du? Oh, da war ein Gegner, glaube ich. Oh, bekämpfen die sich gegenseitig? Das hat sich gerade so angehört, als wenn eine Spinne gegen einen Nager kämpfen würde. Ha, aber ja, das wird dann wohl das Thief's Den sein. Wenn nicht, wüsste ich nicht, was es ist. Was schön wäre. Überraschungen sind immer gut. Also, meistens. Oh, oh, oh. Hallo? Ich sehe uns das erste Mal sterben. Ich glaube, das ist eine optionale Extrahöhle. Das ist doppelt gemoppelt, ich weiß. Also eine optionale Höhle mit einem bossartigen Gegner drin. Aber ja, komm schon. Wow, Zyklop. Du bist groß und hässlich. Und du hast eine dämonische Fähigkeit, die nicht richtig verlinkt ist. Du bist groß. Also er kann nicht so gut Speeren ausweichen. Oh, und der Schaden von Speeren ist um 50% erhöht. Also Speere scheinen wirklich dafür da zu sein, große Viecher umzubringen. Sowas wie Drachen und Riesen und dergleichen. Nur leider benutzen wir keine Speere. Also noch nicht. Und Sweeping Attack. Er trifft ein Ziel und einen nahegelegenen Helden. Also wenn er jetzt auf ihn hauen würde, könnte er den oder den da treffen. Oh nein, da steht nahegelegen die Spieler. Also wenn Ork rumgehauen werden würde, würde auch Derek und Nurum getroffen werden. Das ist nicht so schön. Deswegen macht mal Derek seinen Spot. Damit, wenn Derek dann gehauen wird, nur Derek und Ork Schuss abbekommen. Ja, ist ja schon fast richtig taktisch der Kampf. Sehr schön. Kannst du weggepustet werden? Ich glaube irgendwie nicht. Oh doch, selbst sowas Großes. Sehr schön. Debuff ist schon mal gut. Nächste Runde Mana-Trank. Inzwischen würde sich der Große schon fast lohnen. Du machst nochmal Spotten. Genau, Heldner bist du in einer Runde. Du haust drauf. Du kannst mit deinem neuen Dolch zuhauen, aber ich glaube, der macht nicht so viel Schaden bei so einem Riesenvieh. 5+2. Ja. Kabum. Oh. Oh. Okay, ich konnte das Spiel nicht austricksen mit meinem überlegenen Intellekt. Weil wenn Tirik getroffen wird, wird er getroffen und sie. Weil sie neben Tirik ist. So gesehen, wenn das so ein Donut wäre.
Also ja, das geht nicht. Dann hau einfach drauf. Und hau einfach drauf. Und hau einfach drauf.